Sandy zog sich ihren Regenmantel an und nahm ihren Hund Drake an die Leine, um mit ihm eine Runde durch den Park zu gehen. Das Wetter war zwar nicht ideal für einen Spaziergang, aber ein Hund muss nun mal raus. Das Wetter spielt in diesem Falle keine Rolle. Drake war ihr vor 3 Jahren zugelaufen. Trotz aller Bemühungen, den Halter ausfindig zu machen, blieb die Aktion erfolglos, sodass sie sich am Ende entschied, ihn zu behalten, um ihm das beste Zuhause zu bieten, was ein Hund jemals haben würde. In dieser Woche, in der sie telefonierte, Flugblätter überall auslegte und anpinnte, hatte sich schon eine gewisse Vertrautheit zwischen Sandy und Drake entwickelt. Ein enormes Maß an Zuneigung. Ihr damaliger Freund Roger war strikt dagegen, dass sie ihn behält, hatte aber nicht allzu viel zu sagen, da er und Sandy nicht zusammen wohnten. Sie hatte ihre eigene Wohnung weit ab der Großstadt in Orange Cove, einer kleinen idyllischen Gemeinde an der Küste New Englands. Ihr Freund hatte von vornherein etwas gegen Drake. Man konnte nicht sagen, dass er generell etwas gegen Hunde hatte, dem war nicht so. Aber die Abneigung gegen Drake war enorm und das zeigte er dem Hund auch. Sandy und er bekamen sich oft deswegen in die Haare. Wenn das geschah, stellte sich Drake oft schützend vor sie, fletschte die Zähne und knurrte Roger an. Zweimal verließ ihr Freund schon wütend ihre Wohnung. Beim letzten Mal eskalierte der Streit so heftig, dass Drake fast zubiss, weil Roger seine Hand ihm gegenüber erhob. Das war ihr eindeutig zu viel und sie trennte sich kurzerhand von Roger. Das Ganze liegt jetzt etwa einen Monat zurück. Jetzt wollte sie sich erstmal auf ihren Job und ihren besten Freund konzentrieren. Alles andere war nur zweitrangig. Sandy hatte bis vor kurzem noch bei Blueprints and Sons als Architektin gearbeitet, bevor sie sich selbstständig gemacht hatte und von zu Hause aus arbeitete. Sie verdiente ganz gut, für sie und Drake allemal genug. Im Park angekommen, traf sie auf einen älteren Herrn mit einem Beagle. Der Mann hatte seine Kapuze ins Gesicht gezogen, sie flüchtig mit einem Kopfnicken gegrüßt und ging hastig an ihnen vorbei. Es war ihm nicht übel zu nehmen, da das Wetter mehr als ungünstig für Smalltalks im Park war. Der Regen kam wie eine Armee vom Himmel, eine Invasion von dicken Tropfen, die wie Meteoriten auf den Boden aufschlugen und dort zerschellten. Er wurde heftiger. Jetzt gesellte sich ein Donnergrollen dazu, wie ein Schlachtruf. Es würde also noch nicht so schnell aufhören zu regnen. Im Gegenteil, es kündigte sich ein richtiges Gewitter an. Sandy musste zugeben, in den letzten Tagen keinen Wetterbericht gesehen zu haben. Deswegen war sie von diesem Wetter ziemlich übel überrascht worden. Der Regen wirkte jetzt wie ein großer Theatervorhang, der nach dem Schlussakkord zugezogen wird. Aber hier an der Küste musste man sich eben daran gewöhnen. Hier konnte das Wetter mal schnell umschlagen, sodass selbst renommierte Wetterdienste schon mal Probleme hatten, es vorauszusagen. Aber sei es drum, es war trotzdem sehr schön hier. Traumhaft. Sie hatte ihrer Nachbarin Jackie, die gerade für eine Woche verreist war, sogar mal scherzhaft gesagt, dass sie hier sterben wolle. Hier wollte sie einfach nie wieder weg. Durch den dichten Regenvorhang sah sie einen Husky, der mit einem Teenager spazieren ging. Der Hund zog den Jungen quer durch den Park, der wirklich Probleme hatte, sie auf den Beinen zu halten. Wie eine dieser schlaksigen Kinderpuppen aus Stoff hampelte er durch den Park. Es war schon ein amüsanter Anblick und sie musste schmunzeln. Ein rauer Wind pfiff Sandy um die Nase und sie schüttelte sich. Drake war ohnehin fertig. Darum konnte der Heimweg angetreten werden. Ein Blitz zuckte über den mit schwarzen Wolken überzogenen Himmel. Sie musste blinzeln. Man roch das Ozon jetzt in der Luft, welches der Blitz mit sich brachte. Es fühlte sich an, als würde die Luft vibrieren. Dann knallte ein heftiger Donnerriss herein. Sie zuckten zusammen. Drake winselte leise. Dann sprintete Sandy los, um so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Ihr Hund galoppierte neben ihr. In der warmen Wohnung angekommen, wollte sie es sich jetzt richtig gemütlich machen. Einen Tee, Schokopralinen, Kaminfeuer, eine Kerze, ein Buch und in eine kuschelige Decke auf dem Sofa lümmeln. Gesagt, getan. Drake legte sich neben sie und Sandy nahm ihn in den Arm, während sie mit der anderen Hand ein Grusel-Kurzgeschichtenbuch hielt und die Geschichte Die Kamera las. Das Licht der Kerze und das Kaminfeuer erzeugten ein schönes und heimeliges Ambiente. Sie war rundum glücklich und es würde ihr keiner nehmen. Nach etwa 20 Minuten wurde sie langsam müde und schlief mit dem Buch in der Hand auf dem Sofa ein. Sie bemerkte nicht, dass Roger sie über ihr Handy anrief, weil sie es auf stumm geschaltet hatte und es nur vibrierte. Drake knurrte leise, weil er wohl ahnte, wer da anrief. Sandy bekam es nicht mit. Roger konnte es nicht auf sich beruhen lassen und rief Sandy an. Er wollte sie zurück und musste sie sprechen. Das konnte nicht sein, dass sie einfach so einen Schlussstrich gezogen hatte. Nur wegen dieses verlausten Köters, dachte er. Warum ging sie nicht ran? Er wurde wütend. Sie konnte ihn nicht einfach so ignorieren. Er hatte ihr jetzt genug Zeit gelassen und verlangte nach Antworten.
Sie musste ihm einfach eine Chance geben. Etwas anderes akzeptierte er nicht. Das würde er ihr klar machen. Wenn sie jetzt nicht rangehen würde, musste er sie aufsuchen und sie damit konfrontieren. Er hatte schon immer Probleme mit Abweisungen und war bekannt dafür, dass er meist aggressiv darauf reagierte. Sandy wusste vorher davon nichts und hätte es wahrscheinlich auch nie geglaubt. Später hatte sie seine dunkle Seite kennengelernt, was dann auch schlussendlich dazu führte, wie alles kam. Er hatte ein ausgeprägtes Kontrollverlustproblem. Sandy wurde sanft geweckt, als Reggie im Laufe des Abends die Pfote auf ihre Hand legte. Sie öffnete die Augen und bemerkte, dass es schon Mitternacht war. Zeit ins Bett zu gehen, dachte sie. Drake wurde Opfer einer Knutschattacke. Mit beiden Händen hielt sie seinen Kopf und knutschte ihm schnell mehrere Male auf den Kopf. Er ließ es sich gerne gefallen. Sie machte sich bettfertig und ging schlafen. Drake schlief an ihrem Fußende im Bett. Roger würde am Wochenende Sandy aufsuchen. Er musste noch 2 Tage aushalten. Da er sich auf Geschäftsreise befand und erst Freitag wieder zu Hause sein würde, musste er sich noch gedulden, was ihm extrem schwer fiel angesichts seines Kontrolldefizits. Heute musste er erstmal mit Mr. Drummond essen gehen und ihm das Angebot seiner Firma unterbreiten. Er hoffte, dass alles gut gehen würde. Davon hing jetzt alles ab. Einen Deal, den er nicht verpatzen durfte, koste es, was es wolle. Der Druck war sehr hoch. Roger schwitzte jetzt schon. Wie soll es erst aussehen, wenn er diesem Typen gegenüber sitzt? Ihm wurde ein wenig flau im Magen. Seine ganze Karriere hing von diesem Deal ab. Verpatz es nicht, Junge, sagte er zu diesem gut aussehenden Typen mit den hohen Wangenknochen und dem vollen blonden Haar im Spiegel, während er sich die Krawatte band. Als er fertig war, verließ er das Motelzimmer und machte sich auf den Weg zum Restaurant, wo er sich mit Drummond treffen wollte. Drummond war ein gedrungener kleiner Mann Mitte 60 mit speckiger Haut, Glatze und tief liegenden linkischen Augen, die an Rosinen erinnerten. Seine wulstigen Lippen kamen Roger vor wie das rote Hinterteil eines Pavians. Sein Aussehen passte zu dem Charakter, den man ihm beschrieben hatte, um ihn auf diesen Kerl vorzubereiten. Jetzt wusste er auch, warum sich sonst keiner traute, mit Drummond Geschäfte zu machen. Mal sehen, was der Abend bringen würde, dachte sich Roger. Es hängt ja nur seine komplette Karriere von diesem schmierigen Kerl ab. In seiner Branche war es nicht ungewöhnlich, dass man es mit schwierigen Leuten zu tun hatte, aber das hier war eine ganz eigene Nummer. Drummond galt als weißer Hai auf seinem Gebiet. Ein weißer Hai, der seine Beute umkreist, Schwächen ausmacht und dann angreift. Nur wer sich behaupten kann, bekommt Drummonds Zuspruch für einen Deal. Der Rest wird lebendig gefressen und ist raus aus dem Spiel. Doch heute Abend würde sich zeigen, welche Rolle Roger übernimmt. Während Sandy seelenruhig und sorglos in ihrem Bett schlief, wurde Roger von Drummond systematisch zerlegt. Das hatte er so nicht kommen sehen. Nach einer knappen halben Stunde kochte Roger innerlich vor Wut und konnte sich gerade noch so zusammenreißen, weil er in der Öffentlichkeit war. Wären sie alleine irgendwo, hätte er ihm schon gezeigt, was es heißt, ihn zu beleidigen und lächerlich zu machen. Als Drummond schließlich das Gespräch beendete, stand Roger sichtlich wütend auf und verließ das Restaurant zügig, während Rupert Drummond lauthals lachte. Die anderen Gäste beobachteten ihn mit Abscheu und manche schüttelten verständnislos den Kopf. Als er nach etwa einer Stunde das Lokal verließ und sich ein Taxi rufen wollte, wartete Roger draußen auf ihn. Wieder lachte der kleine gedrungene Mann, als er ihn sah. Roger sah sich um. Keine Menschenseele. Er packte sich den schmierigen Kerl, hielt ihm den Mund zu und schleifte ihn um die Ecke hinter das Restaurant, wo ein großer Müllcontainer mit Deckel stand, der für den Abfall des Restaurants vorgesehen war. Drummond wehrte sich strampelnd, hatte aber dem athletisch gebauten Mann nichts entgegenzusetzen. Er versuchte zu schreien und ruderte mit den Armen, aber es gelang ihm nicht, sich aus dem Griff zu befreien, denn Roger drückte den Mund nur noch fester zu. Seine Wut wurde immer größer, was er Drummond spüren ließ, indem er ihm gegen die Beine trat. Der kleine Mann stöhnte auf vor Schmerzen. Jetzt hatte Roger ihn genau an dem Müllcontainer. Er packte Rupert am Kragen seines Sackos. Den Mund mit seiner anderen Hand immer noch zuhaltend, riss er ihn nach hinten, nahm seine Hand vom Mund des Mannes und schmetterte seinen Kopf gegen die Wand des Stahlcontainers. Drummonds Nase explodierte regelrecht auf dem kalten Stahl und sein Blut spritzte über die Fläche der Seitenwand. Nur ein schwaches Stöhnen kam aus dem Mund des Mannes, dessen Schädel direkt nochmal krachend gegen den Container getrümmert wurde. Drummond sackte zu Boden, sodass er Roger aus dem Griff glitt. Er lag jetzt auf dem Rücken und sein Gesicht war als solches gar nicht mehr zu erkennen, sondern nur noch eine blutige, zermatschte Masse mit Knochensplittern. Er blieb ohne eine Regung liegen. Nur ein gurgelndes Röcheln mit einem dezenten Pfeifen war zu hören.
Roger sah sich um und entdeckte einen Ziegelstein, der an der Wand lag. Er schnappte sich ihn, kniete sich auf den Mann am Boden und holte aus. Er zielte auf den Kopf und ließ den Stein auf den Schädel krachen, der bei dieser Wucht des Schlages direkt platzte und ein wenig das Innere offenbarte. Es hatte etwas von einer platzenden Wassermelone. Seine Wut erreichte ihren Höhepunkt und er schlug wie im Rausch immer wieder zu, bis der Schädel Drummonds nur noch eine breiige Masse auf dem Boden war. Er musste schon nach dem zweiten Schlag tot gewesen sein. Roger, mit dem Blut seines Opfers besudelt, kam langsam wieder zu sich. Die Wut ebbte langsam ab. Er war außer Atem, stand auf und wischte sich das Blut ein wenig aus dem Gesicht. Ein paar Handtücher hingen auf einer Leine an der Hintertür des Restaurants, die er sich schnappte, um sich das Blut wegzuwischen. So konnte er keinesfalls ein Taxi oder Uber rufen. Er zerrte die Leiche noch in den Container, bedeckte sie mit genügend Müll und Abfall, damit er nicht sofort entdeckt würde. »Wo du hingehörst, Drecksack«, sagte Roger leise und entfernte sich so schnell es ging vom Tatort. Am nächsten Morgen wachte Sandy ziemlich spät auf. Drake lag neben ihr und beobachtete sie. »Guten Morgen, Großer«, sagte sie zu ihm, der darauf mit dem Schwanz wedelte und ihr die Hand leckte. »Ich werde jetzt mal unter die Dusche springen und dann gehen wir spazieren, mein Lieber.« Sie knipste ihm ein Auge, ging ins Bad und ließ die Tür einen Spalt offen. Drake legte sich davor und wartete auf sie, während Sandy duschte. Roger checkte aus und machte sich auf den Heimweg. Er konnte jetzt nur noch an Sandy denken. Sie musste ihn anhören und ihn zurücknehmen. Sonst was, dachte er. Was würde er machen, wenn sie nicht darauf eingeht? Unweigerlich kam ihm Drummond in den Sinn. Das kommt dabei raus, wenn man ihn ablehnt, dachte er sich. Er knirschte mit den Zähnen. Der Zug würde etwa 4 Stunden unterwegs sein, wenn nichts dazwischen kommt. Zu Hause angekommen würde er noch eine Stunde bis nach Orange Cove brauchen. Am frühen Abend sollte er es aber geschafft haben, vor ihrer Tür zu stehen, um sie zu überzeugen, dass er der Richtige sei. Sie stellte das Wasser ab und wollte aus der Dusche steigen, als sie plötzlich ausrutschte und nach hinten kippte. Sie ruderte mit den Armen, bekam gerade noch den Duschwagen zu packen und konnte sich dadurch gerade noch fangen. »Huh, gerade noch mal gut gegangen«, sagte sie zu sich, während sie aus der Duschtasse stieg, den rechten Fuß aufsetzen wollte. Die junge Frau rutschte auf den Fliesen aus, kippte nach hinten und schlug mit voller Wucht mit ihrem Kopf auf den Rand der Duschtasse auf. Ihre Lichter gingen aus. Sandy lag leblos und verdreht in ihrem Badezimmer. Blut floss aus ihrer Wunde am Kopf, die sie sich durch den Sturz zuzog. Es lief über die weißen Fliesen und füllte die dunklen Fugen wie ein Strom, der sich seinen Weg durch das Flussbett bahnt. Drake sprang auf und drückte mit seiner Nase die Tür des Badezimmers auf. Er sah sie auf dem Boden liegen. Er winselte, ging auf sie zu, stupste sie an, aber sie rührte sich nicht mehr. Sie wurde in einem nebligen Raum wach, war verwirrt und orientierungslos. Sie sah sich um, konnte aber nichts erkennen. Dann hörte sie eine Stimme, dessen Worte sie aber nicht verstand. Sie kam näher. Jetzt sah sie eine männliche Gestalt, die an ihr vorüberglitt. Sie ansah und flüsterte, »Der Schlüssel ist das Blut.« Sie stand nur da und begriff gar nichts. »Wo bin ich und was ist passiert?«, fragte sie, doch bekam keine Antwort. Die Gestalt bedankte sich bei Sandy, dass sie sich so liebevoll um ihn gekümmert hatte, und verschwand im Nebel. Ihr dämmerte es, dass sie gestorben war. Das konnte doch nicht sein. Wie konnte das passieren? Sie war doch noch gar nicht so weit. Hatte ihre besten Jahre noch vor sich? Sie wurde von einem Wirbel erfasst und sie drehte sich unaufhörlich. Es wurde dunkel. Sandy machte die Augen auf. »Alles nur ein Traum?«, fragte sie sich. Sie lag auf dem Boden in ihrem Wohnzimmer. Es fühlte sich seltsam an. Als sie auf die Beine kam, ging sie langsam durch das Zimmer. Sie war noch ein wenig benommen, aber sie konnte sich an die Gestalt erinnern, die zu ihr sprach. Ein sehr seltsamer Traum. Als sie an dem Spiegel im Wohnzimmer vorbeiging, traute sie ihren Augen nicht. Sie erschrak über das, was sie jetzt sah. »Drake? Nein. Wie... was?« Sie begriff es nicht. Sie trat näher an den Spiegel und betrachtete ungläubig das, was sie da sah. Sie sah ihren Hund Drake. Aber es war sie. Was geschieht denn hier?
Das muss doch immer noch ein Traum sein, dachte sie. Sie war doch unmöglich ein Hund. Ihr Hund? Drake? Sowas gibt es nicht, versuchte sie sich einzureden. Sie war ihr eigener Hund? Es brauchte eine Weile, bis sie realisierte, was passiert war. Dennoch begriff sie es nicht. Wie war das denn möglich? Dann war die Gestalt, die sie gesehen hatte, etwa Drake, ein Mensch? Ist es ihm genauso gegangen, wie es ihr jetzt erging? Langsam kam die Erkenntnis, als hätte man sie darüber aufgeklärt. Das Gefühl im Körper eines Hundes kam ihr jetzt vertraut und fast normal vor. Eine Reinkarnation, aber nur übergangsweise. Das ist es, was ihr durch den Kopf schoss. Eindrücke prasselten über sie ein. Gerüche, Geräusche und das Gefühl von einer seltsamen Zufriedenheit. Sie konnte es nicht genau sagen. Was sollte sie jetzt machen? Die Wohnungstür war verschlossen, genau wie die Fenster. Raus kam sie ja erstmal nicht. Und Jackie, ihre Nachbarin, würde erst nächste Woche wieder aus dem Urlaub kommen. Bis dahin wäre sie erst einmal auf sich alleine gestellt. Und wie würde sie sich denn überhaupt bemerkbar machen? Sandy war mit ihrer neuen Situation sichtlich überfordert. Sie legte sich aufs Sofa und dachte nach. Sie hatte ihren leblosen Körper im Badezimmer gesehen. Es war ein grauenhafter Anblick. Das Blut auf den Fliesen, in dem die Pfotenabdrücke und verschmierte Spuren zu sehen waren, als hätte man darin herumgewischt. Er setzte sich in sein Auto und fuhr los. Roger hatte nur seinen Koffer zügig zu Hause abgestellt und machte sich direkt auf den Weg zu seiner Ex-Freundin. Eine Stunde später kam er in Orange Cove an. Er packte seinen Wagen vor dem Haus und stieg aus. Es war jetzt 17.35 Uhr. Roger ging zur Haustür, drückte die Klingel und wartete einen Moment. Sandy schreckte auf. Wer war das? Sie erwartete keinen Besuch. Sie sprang vom Sofa und lauschte an der Tür. Roger wurde ungeduldig. Niemand machte auf. Nach einer Weile zückte er einen Schlüssel, den er heimlich nachmachen ließ, für alle Fälle, und schloss die Tür auf. Er betrat den Flur und ging zu Sandys Wohnungstür. Sandy hörte, wie jemand die Haustür aufschloss und auf ihre Tür zuging. Sie nahm einen vertrauten Geruch wahr. Roger. Wie ein Blitz durchzuckte es sie. Wo hatte er denn den Schlüssel her? Sie hatte ihn sich doch zurückgeben lassen. Schlüsseldienst war das Zauberwort. Er hatte ihn sich nachmachen lassen. Ein Klopfen an der Tür. Sandy gab keinen Ton von sich. Jetzt hörte sie, wie Roger den Schlüssel in das Schloss steckte, die Tür aufschloss und langsam die Wohnung betrat. Sie lief um das Sofa herum und versteckte sich zunächst dahinter. »Sandy?« hörte sie ihn fragen. »Bist du da?« Er stand jetzt im Wohnzimmer, schob die Tür ins Schloss und sah sich um. Ein geiler Blitz durchzuckte Sandys Kopf und sie sah einzelne Bilder vor ihrem geistigen Auge, als wenn man ein Kartenspiel mit dem Daumen durchblättert. Sie sah sich, wie sie zu Tode stürzte, wie Drake ins Badezimmer kam, sie anstupste und dann begann das Blut aufzulecken. Die verwischten Spuren im Blut, dachte sie. Dann kam ihr die Gestalt Drake in den Sinn und was er sagte. Der Schlüssel ist Blut. Jetzt hatte sie die ultimative Klarheit über all das, dem Zyklus, der all das zustande brachte. Sie kam vom Sofa vor. Er sah den Hund und erschrak zunächst, fasste sich und sagte, »Na, du verlauster Mistköter, wie geht's?« Sie sah den hasserfüllten Blick in seinen Augen, ging ein paar Schritte tief knurrend und mit angelegten Ohren zurück. »Ja, so ist's gut, Drecksvieh.« Sandy nahm Anlauf und griff Roger an, der sich noch zu wehren versuchte, indem er die Arme hochriss, um seinen Kopf zu schützen, aber es war schon zu spät. Sie kam an seinen Hals und biss zu, während er nach hinten stolperte und rückwärts zu Boden ging. Das Blut schoss aus seinem Hals. Er stöhnte gurgelnd, während er versuchte, den Hund loszuwerden, was ihm aber nicht gelang, weil seine Kräfte ihn langsam verließen, je mehr Blut er verlor. Sandy biss immer wieder nach und zerrte regelrecht an seinem Hals, der schon total zerfetzt war und das Blut pulsierend aus der klaffenden Wunde floss. Ihm schwanden jetzt die Sinne und er wurde schließlich ohnmächtig, bevor er zuckend seiner Verletzung erlag. Als er regungslos dalag, hörte Sandy auf. Sie ging ein paar Schritte zurück und betrachtete Roger, der leblos vor der Wohnungstüre lag. Das Blut floss über den weißen Teppich, was Sandy jetzt nicht mehr störte, denn sie spürte Genugtuung.
Sie machte wieder ein paar Schritte auf ihn zu und fing an, wie ein durstiger Hund das Blut aufzulecken. Sie merkte, wie er schwindelig wurde und sie leicht benommen zurücktaumelte. Bunte Flecken tanzten vor ihren Augen und sie sah Roger, wie er verwirrt und fassungslos neben seinem leblosen Körper stand. Die Seele, der Geist? Sie wurde in den Nebelraum gesogen, er in den Hundekörper und zog an ihr vorbei. Sie würde den Teufel tun und ihm von dem Blut erzählen. Er hatte Drake gehasst. Soll er für den Rest seines Lebens als Hund verbringen? Der Zyklus endet hier und jetzt, dachte sie. Sie sah ihn nur an, während er mit einem Blick der Überraschung an ihr vorbeiglitt. Sandy hat ihren Frieden gefunden.